Simone zeigt eine Messeneuheit, Gladiator XL für den GMC. Das Besondere ist, die haben eine breitere Pritsche hinten drauf, mehr Platz. Und da kannst du das Ding hier oben drauf machen. Wir waren gerade eben in der kleineren Gladiator-Kabine und das war schon eng. Es war nett, aber ich kann mir vorstellen, wenn du da mit 4 Personen und 3 Hunden... Nee. Das ist nicht möglich. Ist nicht möglich, nee. Ja. Und wir gucken jetzt mal, das ist die neue Kabine. Das ist jetzt ein großes Fahrzeug. Also ist ein Duramax, der unten drunter ist von GMC. Und ich glaube, sowas läuft natürlich in Amerika auch richtig gut. Und jetzt überlegt mal, die Kabine obendrauf kostet, wie sie hier steht, aus Full GFK, 44.580 Euro. Ja. Und das ist schon sensationell. Also sie heißt Gladiator XL. Ja. Und ist die Messeneuheit hier auf dem Stand. Also Hottomobil ist bekannt dafür, dass sie unglaublich viel kennen. Und sie ist komplett aus GFK, ein Monocoque. Ich grüße dich. Ja, hallo. Stell dich mal kurz vor, du bist der? Ich bin der Karl von der Firma La Marca. Wir sind der Importeur von Hottomobilen. Wir arbeiten mit Hottomobil als Familie jetzt knapp ein Jahr zusammen. Wir haben die Projekte neu aufgelegt. Wir arbeiten natürlich an Qualität, das ist sehr, sehr wichtig. Und man sieht, was rauskommt, ein wirklich exorbitant tolles Produkt. So, es ist ein GFK Monocoque. Bedeutet, das ist glasfaserverstärkter Kunststoff. Wenn jetzt du in der Sanddüne wärst, das Auto fällt um, könnte die Kabine halten? Tja, das ist natürlich die Monocoque-Geschichte. Monocoque kennen ja die meisten Leute aus Formel 1. Es ist halt einfach dicht. Du hast 20 Jahre Garantie auf Dichtigkeit. Übrigens 20 Jahre, nochmal das zu sagen. Und das Ding könnte jetzt theoretisch runterfallen. Der Korpus bleibt komplett. Funktioniert im Prinzip wie eine Kugel. Komplett aus einem Guss gegossen. Sieht natürlich absolut irre aus von der Form. Kein Wasserproblem, kein Dichtigkeitsproblem, kein Winterproblem. Also das ist natürlich hier die absolute Stärke. Und wie gesagt, wir haben die kleine Kabine, die gab es ja jetzt schon. Und jetzt die X-Large ist speziell für GMC, Chevrolet, Toyota, all diese Brands. Die großen. Für die Big, Big Spielzeuge. Genau, es geht ja weniger um die Traglast, das kriegen die anderen vielleicht auch noch hin. Aber es geht ja auch darum, die Pritschenbreite ist entscheidend. Das Ding ist einfach breiter. Ja, das Wichtige ist, wir haben hier eine Kabine für alle Fabrikate. Das heißt, wir müssen nicht extra 4 Jahre bauen, um eine Kabine herzustellen, die wo auf ein GMC passt oder auf ein Chevrolet oder auf was auch immer, sondern wir haben hier eine Standardkabine, die kannst du jetzt absatteln vom GMC auf den Silverado, auf den Dodge, auf den F-150. Und natürlich die Anfrage vom US-Markt ist gigantisch. Das glaube ich dir, zumal die lieben ja Made in Europe. Man kann ja sagen, der größte Teil von der Türkei liegt ja in Europa. Ist der jetzt in Europa, wo die fertigen? Es ist der asiatische Teil, aber mit europäischer Qualität. Okay, alles klar. So, Tarek, hi. Hey. So, you are the boss of Hottomobil, you and your wife, you can say. Right now you have a new product for 2023. Yes. What are the reactions here on your stand? We have very good reactions. Everyone has loved the new cabin because we have more space inside. That's for the larger trucks, the pickups. Because of that, because of the dimensions of the bed sizes, we have more space in the cabin. So, hat das Gleiche gesagt wie du. Er hat gesagt, also man hat mehr Platz, ist es für die großen Pickups da, ist es für die großen Jungs. Sag mal, man kann das Ding einfach abstellen. Das heißt, du kannst es zu Hause als Ferienwohnung benutzen, oder? Auf dem Campingplatz. Ja, das ist eigentlich das Interessante. Oder du lässt einfach diese Füßchen runter, dann fährst du unten mit dem Pickup raus. Und wir haben jetzt schon erstaunlich viele Anfragen, die sagen, ich habe ein Grundstück, ich stelle das Ding irgendwo hin ins Freie und habe das komplett autark. Weil die ganze Kabine ist ja komplett autark. Mit Dieselheizung, mit Solaranlage, Wasser, Abwasser, es ist ja alles drin. Und viele wollen die jetzt auch kaufen, irgendwo hinstellen, stehen lassen und da drin hausen. Ja, GFK Monocoque ist mal eine andere Hausnummer wie Sandwich-Bauweise. Muss man ganz klar sagen, das ist die hohe Schule. Der Preis stimmt. Haben die Wettbewerber, die ich sag mal in Deutschland fertigen, die haben keine Chance eigentlich vom Preis. Auch die Amerikaner im Moment. Ja. Preis-Leistungs-Verhältnis, ich glaube, im Moment unschlagbar.
So, wenn ich da drin bin, sind da irgendwelche Dämpfe, die da ausdünsten von der Fertigung? Riechst du da irgendwas? Weil das ist ja die gleiche Technik wie im Schiffsbau. Es ist absolut das Gleiche. Es ist ja nichts Neues, Monocoque. Es gibt ja auch Wohnmobilhersteller, die Monocoque seit 30, 40 Jahren bauen. Wenn du die richtigen Materialien nimmst, richtig verarbeitest, hast du auch kein Problem damit. Simone, wir hatten eben große Probleme in der kleineren Kabine. Das ist natürlich eine ganz andere Anwendung. Da reise ich alleine oder zu zweit, vielleicht noch ein Hund dabei. Aber da weiß ich ganz genau, es wird, kann eng werden. Ich kann nicht so viel Gepäck mitnehmen. Da muss ich schon ein bisschen, ich sag mal, spielen. Da könnte man vorne vielleicht noch eine Dachbox drauf machen. Also es gibt da genug Möglichkeiten. Aber hier, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch ein Luxus-Apartment auf Rädern, oder? Das ist wirklich schon Wohnwagengröße, muss man sagen, oder Wohnmobilgröße. Und du hast halt alles in einem. Du hast Pickup, Spaß, SUV und eine große Kabine. Wie würde sie denn da die Leiter hochkommen, ohne dass sie komplett getötet wird? Also wäre sie jetzt nicht so überangezogen, sage ich immer, Punkt, wäre es kein Problem. Mhm. Das würde ich ihr jetzt nicht zumuten, hier diesen großen Schritt zu machen. Und kommst du hoch, oder? Schwierig, oder? Nee, komm. Geht's? Das ist mal. Weil ich will nur mal gerade zeigen, das heißt, sie müssen einen großen Schritt machen, das hat sie gemacht, das geht. Sie ist Handballerin, sie kann hoch. Du darfst gerne mal kurz aufs Dach gehen, wenn du magst. So, das mal zeigen. Der große Hingucker, spätestens jetzt holen die Leute natürlich irgendwas raus. Das Dach ist komplett begehbar, richtig? Absolut. Das bitte fall nicht Problem. Da runter, Simone. Du kannst theoretisch oben Party feiern. Warte mal, ich muss das filmen, das ist so krass. Die Simone ist auf dem Dach drauf. Vom Hottomobil. Ich mach alles mit, gell? Die macht alles mit, aber es ist aber auch wirklich toll, mit der Simone zu arbeiten, muss man wirklich sagen. Aber das Dach ist wirklich komplett begehbar. Das ist belastbar, da kannst du theoretisch noch ein Dachzelt drauf machen. Also ich denke mal, wir haben hier Belastbarkeit von ca. 550 Kilo auf dem Dach. 550 Kilo darfst du wiegen. Du kannst noch ein bisschen essen, kein Problem, gibt's später. Ist natürlich ideal, stell dir mal vor, Motorsport, du fährst an eine Rennstrecke, krabbelst drauf, holst einen Picknicktisch und guckst von oben in erster Klasse in deiner Loge zu. Okay, das heißt, du kannst theoretisch noch ein Surfbrett mitnehmen, kannst du oben drauf machen. Ja. Okay, klasse, auch praktisch. Wir arbeiten auch auf noch ein Pop-Up-Dach, das ist die nächste Generation oder nächste Zubehör, so wie bei der kleinen Kabine, dass wir auch ein Pop-Up-Dach draufbringen. So, sehr schön. Komm, wir gehen mal rein. Lass da mal kurz reinfilmen. Simone, komm mal kurz runter, bitte. Mal kurz? Ja, mal kurz. Nur ganz kurz. Oder mal lange. Dann schauen wir mal rein. Die Optik, ihr habt jetzt alles sehr stark verdeutscht oder vereuropäisiert. Ja, das war natürlich wichtig, weil der Geschmack war vorher schon leicht orientalisch angehaucht. Und jetzt merkt man natürlich, wir sind eigentlich ein europäisches Produkt geworden und überzeugt dich einfach selbst. Geht einfach mal vor. Es war sehr dunkel immer, viele Goldtöne mit drin. Also es war, das ist da drunten der Geschmack, oder? Muss man schon sagen? Ja, das muss man einfach sagen, Istanbul. So, Simone, komm mal rein. Geh mal kurz ins Bad, dann gehe ich zurück und dann kannst du noch mal durch. Und geh mal bitte nach vorne rein. Ein bisschen Istanbul ist noch drin, sehe ich gerade, in den Bettbezügen. Ja, gut, die ist nicht von uns. Sonst hätte man eine deutsche geblümte Decke. Ja, ist ja gut. Ich meine, der kommt aus der Türkei. Nein, mache ich nicht. Aber hier siehst du, ein bisschen mehr Platz hat man hier drin, ja, oder? Ja, doch schon. Es wackelt ein bisschen, das ist so. Das aber hat jetzt man geht's. Auch oben gemerkt, wenn jemand reingelaufen ist. Wackelt's kurz. Das Bett, magst du mal draufgehen? Das mal sehen. Karl, wenn du mal kurz reinkommst. Und Tarek auch. Und Tarek ist. Tarek ist beschäftigt, das höre ich gerade. So, das ist es da. Sag mal, das ist, ist ja Wahnsinn. Es ist, ich sag mal, so groß wie die großen Deutschen, muss man sagen, oder? Ja, da musst du einfach sagen, das ist eine riesen Luxuswiese, was du hier hast. Also wirklich, da kann man richtig gut übernachten. Du hast eine ganz gemütliche Sitzecke, du hast ein Tischchen, du hast einen Klapptisch. Du hast eine komplette Dusche mit WC drin. Das findest du normal nirgends für diesen Preis oder irgendwo in dieser Richtung. Ist auch viel so Schiffsbauanleihen. Also wenn ich den Tisch hier sehe, da ist so Edelstahl mit drin. Das war vorher nicht so. Also ich sag mal, bevor das gebaut wurde, war es ein bisschen anders, aber es war nicht schlechter. Es war einfach nur ein anderes Design, oder? Nein, es macht natürlich Design viel aus. Wo bringst du Klamotten unter? Es gibt fast keine Aufbaukabine, wo du hängende Kleidung unterbringen kannst. Haben wir hier drin. Das sind immer so diese ganzen Kleinigkeiten, die Lüftungsdüsen drin. Das Ding ist im Winter natürlich ideal, ist im Sommer gut. Irgendwann wird es das Pop-Up-Dach dazu geben.
Und das ist natürlich dann schon. Das ja vorne, wo die Simone gerade ist, ist ja freitragend. Das heißt, da brauchen wir keine Angst haben, dass abbricht, oder? Nein. Selbst mit meinem Gewicht nicht. Selbst mit deinem Gewicht nicht. Sag mal, Simone ist ja jetzt eine andere Hausnummer, so von der Größe vom Bett, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn du mal ganz zurückgehst. Das hat man auch deutlich gesehen. Geh mal gerade so ganz zurück und leg dich mal so ganz ran. Das heißt, da könnten ungefähr 4 Standard-Simonen könnten da. Doch, wirklich? Könnten da reingehen. Oder 2 Standard-Karls. Oder, nee, aber das war jetzt Spaß gerade. Ja. Das war jetzt Spaß, aber ich meine, du selbst, du weißt ja, dass du ein kleines bisschen kräftiger bist und du kommst selbst als kräftiger Mensch hier rein. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Geht. Also es ist so. Und du hast viel mehr Platz. Allerdings sind die Fahrzeuge nicht so oft vertreten hier in Deutschland, oder? Absolut. Also viele haben da Angst vor. Gibt es die auch als Diesel eigentlich? Es gibt ja die Dodge, glaube ich, aus Diesel. GMC ja. Gibt es aus Diesel. Die Chevys, glaube ich, sind alle Benziner. Die sind gar nicht so teuer, muss man sagen. Nein, du kriegst ja auch teilweise gebrauchte Dodge-Pickups für 10, 15, 18.000 Euro. Und dann hast du die Kabine drauf, dann bist du irgendwo bei 45.000. Dann hast du aber ein Offroad-Wohnmobil. Also wirklich, du kannst damit ins Gelände gehen, du kannst damit auf die Alm fahren. Ja, du hast alles. Du kannst dich irgendwo hinstellen, es sieht keiner, du gehst da rein, krabbelst rein, hast einen gemütlichen Abend. Und? Da vorne sind noch Fensterchen drin, hast du gesehen, kannst du querlüften. Ja. Da sind jetzt noch Leselampen mit eingebaut. Ein echtes Hotelzimmer, auch hier wieder die Frage, bitte? Bihimi. Ich sag nur wieder Bihimi. Bihimi-Fenster eingebaut, die da sind. Stauraum, Tarek. How can I storage all my things, all my belongings that I are putting, that I'm, bitte was? Hätte ich gesagt. Have with me. That I have with me. So. Das war jetzt ein Zungenbrecher. Okay, das war jetzt ein Zungenbrecher. Are there spaces where I can put things in? We can use... Show me. Yeah? Ist der Storage. Speicher, Fahr. Es ist immer das Wichtigste, ist Stauraum. Weil so, also Ding weg. Dann oben rummachen. Oh. I help you. Yes, please. Also das Ding raus, oben Stauraum rein, da oben ist noch ein Dings drin. Das heißt, man muss die ganzen Kisten wegmachen, gell, Karl? Du musst dann erstmal die Kisten wegmachen. Okay, also ich fühle mal gerade da rein, da vorne haben wir jetzt nochmal Stauraum. Jetzt wird das sehen. Nee, ich muss die wegmachen, die Kisten, das geht nicht. Also machen das jetzt mal gerade. Also hier sind Kissen, das muss vorher weg, das ist nämlich da am Weg. So, da hat man hier Stauraum, also da hat man... Boah, richtig viel Stauraum. Das heißt, du kannst hier komplett durchladen. Da kannst du alles reinmachen, was du brauchst. Ich meine, wir sind ja immer noch in der Pickup-Kabine. And there is also storage on this yes, side here? Also on that side. And here, please show me that storage. This side. Ja. Mal reingucken. Jetzt haben wir die Leute ja so. Okay, also Platz haben wir, aber es ist eingeschränkt, Simone. Also ich denke, es ist eine eigene Form, wenn du hier reist. Ja, also es ist einfach was anderes, wenn man das so will. Aber was ich halt so cool finde, du hast das Auto, du kannst die Kabine einfach stehen lassen. Mhm, kannst absetzen. Und dann ist es wie ein normales Fahrzeug. Du kannst auch genau zu Hause, die kannst du einfach in den Garten stellen und kannst, wenn du fährst, hast du wieder ein normales Auto. Also ich glaube zum Beispiel auch im Pferdesport, so was ich gemacht habe, ist das super beliebt, weil man kann hinten noch was dranhängen. Ist nicht so wie beim Wohnwagen und man kann das Ding halt auch einfach mal auf einem Campingplatz stehen lassen. Tarek, AC is possible on the roof? Yes. Okay, yes. Also auch eine Klimaanlage kann man aufs Dach knallen. Das geht. Dann haben wir einen Kühlschrank hier drin. Zeig mal bitte, einen großen. Der kommt natürlich schon gefüllt. Nein, das war ein Späßchen. Ein Bierchen drin. Hier ist unsere, hier also richtig falsch, kalt. So, man hat einen etwas größeren Kühlschrank mit drin, hat er gesagt. Also, you can have a cassette toilet. Eine Kassettentoilette kann man einbauen. Komm, wir zeigen mal das Bad. Das Ganze hier kann man ausfalten übrigens. This is foldable and you can also make a bed here. Yes. Also man kann direkt ein Bett machen hier. In Gladiator X-Lash the bed sizes are more. The length of the main bed is 2 meters long and the width is 1.5 meters. Also 2 Meter mal 1,50 Meter. One more twin bed here. Cool. Also das habe ich jetzt soweit verstanden. Trotzdem ist es eng, aber du hast alles, was du brauchst. Du hast eine komplette Küche mit drin. Du hast da unten einen Stauraum, bitte. With the pop-up roof tent, there can 6 person can sleep. Also mit dem Pop-up-Dach können 6 Leute bequem schlafen. Und ich gehe jetzt mal kurz raus. Warte mal, ich komme mal hier auf die Seite raus. Ja, muss ich schon ein bisschen falten, weil ich habe ja immer beide Hände voll. Und... bin draußen. Hier vorne ist die Steuereinheit.
Jetzt geht es mir besser. Warte, ich filme mal gerade rein, dass man das Ganze mal sieht hier bei euch. Das ist der Innenraum hier mit Simone und Co. Und hier ist die Dusche. A shower, it comes with how many liters here? Fresh water? Fresh water, we have more water capacity, 65 liters fresh water tank. Also 65 Liter, hier vorne noch eine richtige Dusche mit drin, eine Toilette, eine Kassettentoilette ist mit eingebaut, hier vorne sind noch Ablagefächer und hier oben sieht man auch wirklich das GFK, das finde ich so cool. Ja, Schiffsbau pur, richtige Schalter mit eingebaut, Fliegengitter hier auf der Rückseite mit drin und natürlich eine Kochstelle. Mit two cookers. Ja, mhm. Also ein zweischlagen Kochherd ist mit drin. Behimi-Fenster. Drawers. Space here. Ja. And also one more here. So, und das ist auch nochmal richtig viel Platz drin. So, wir sind durch. Ich denke, der totale Hingucker. Es ist so heiß geworden hier in der Halle. Das drückt schon, oder? Draußen haben wir bestimmt so gefühlte 30 Grad, oh, locker, auf der Messe. Und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Darf ich sagen, das ist ein Prototyp. Die Kabine ist gerade erst fertig geworden. Wenn da irgendwas drin ist, this is a prototype. So this is the first cabin you showed ever, yes. The Ron XL. Yes. It's brand new. Also wenn ihr irgendwas seht, was jetzt nicht so gut funktioniert hat, ja, das wird noch alles abgestellt. Ihr wolltet die zeigen, oder? Ja, nicht böse sein. Die ist wirklich 2 Tage vor Abfahrt in der Fabrik fertig geworden, ist hier drauf gekommen. Alles ist begeistert und wir sagen, das endgültige Produkt wird zum Ausliefern sein, April, Mai nächsten Jahres. Ja, am 13. Dezember 2021 konnte Tarek nicht schlafen und ist nachts aufgewacht. You woke up at night at 13th of December 21, mm-hmm. And then you sat on the table and you said, I have to make a crazy thing. I have to make a cabin on a ship. Please show me. Yes. Er hat nämlich gesagt, wir machen jetzt eine Kabine aus Schiff drauf. Und Karl, ja, wenn der sowas sagt, da muss man richtig Angst kriegen, weil der macht sowas, oder? Ja. Es ist natürlich jetzt ein Projekt. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt ein Pickup mit einer Kabine und du hast dann hinten nur diese Plattform dranhängen, also ohne die Kabine. Die Kabine wäre auf dem Pickup. Das ist jetzt nur meine Idee. Und dann sattelst du deine Kabine ab, wie gewohnt, und schiebst das Schiff unter die Kabine und lässt die Kabine auf Schiff. Dann hast du Kabine, Schiff, Pickup und Pkw in einem. Das ist natürlich weltweit das einzige Mal, wo es sowas gibt. Ja, man bräuchte nur noch einen Hubschrauber. Das heißt, er hätte so einen Cargo-Hubschrauber, kann die Kabine drunter machen. Es gibt ja den Satz, zu Lande, zu Wasser und zur Luft. Okay. Aber er ist so verrückt, es wird bald fliegen. He said, you are so crazy that it will fly soon. Okay, da ist es. Das ist im Einsatz. Also ihr habt mich wirklich fertig gemacht heute auf dem Stand von Hottomobil und es gäbe noch viel mehr zu sehen, aber wir haben noch einiges zu tun, denn wir gehen gleich auf eine weitere Marke, die du, ich sag mal, hier vertrittst. Das ist? Vanestro. Vanestro. Und das werden wir uns mal anschauen. Etwas normaler, sage ich jetzt mal. Nichts gegen normal, aber auf Basis des Ford Torneo. Genau, nicht Transit, sondern Torneo. Custom wahrscheinlich. Danke. Tschüss.